Hallo liebe Freunde, hallo liebe Zuschauer, Abonnenten, Freunde vom Klargartendomer oder Krameroper, bin ich. Und auch an alle Mitbürger da draußen, an jeden. Das soll von der Krankenschwester über den Müllmann, über den Maurer, über den Gaswasserer, an jeden gehen. Zuallererst, bevor ich anfange und zum eigentlichen Punkt komme, oder den Punkten komme, möchte ich an der Stelle sagen, euch alle ein schöner Weihnachten. Verbringt eine schöne Zeit mit euren Familien, mit euren Freunden. Genießt die Zeit, tankt Kraft, atmet einmal richtig durch. Lasst das Jahr einigermaßen ausklingen. Denkt einmal ein wenig drüber nach, was heute schon alles gelaufen ist, was passiert ist. Ich wünsche dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt alle gut rüber. Nicht zu weit rutschen. Ihr wisst, was ich meine. Ich sage es an der Stelle auch, jeder, der das vielleicht jetzt später sieht. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Ja, genießt, wie gesagt, den Tag. Schnauft einmal durch, lasst das Jahr ausklingen und denkt einmal über alles ein wenig nach. Und dann kommen wir zum eigentlichen Punkt. Ich habe mir gedacht, es gehört jetzt trotzdem mal was gesagt. Ich sehe es. Du kommst mit Leuten zusammen, du schreibst mit Leuten, die haben schlicht und ergreifend einfach keine Ahnung, die wissen nicht, was da läuft. Darum wollte ich auch mal meinen Senf dazugeben. Zuallererst, bei den Bauern sollen ja jetzt knapp 1 Milliarde Euro eingespart werden, indem man hergeht und sagt, Agrardieselrückvergütung in Höhe von 21 Cent. Agrardieselrückvergütung heißt nicht, dass wir steuerbefreit auf dem Diesel sind, sondern dass wir eine Rückvergütung beantragen können. Und diese beträgt pro Liter 21 Cent. Steuerbefreit auf Diesel wäre natürlich klasse, weil dann wären wir günstig unterwegs. Haben wir nicht. Und die andere Sache, das sind die grünen Kennzeichen oder die Steuerbefreiung auf landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Maschinen. Ja, und die Bauerngänger, das wäre ja auf die Straße. Und ich werde mich da auch anschließen, weil was in dem Land läuft, ist nicht mehr normal. Fangen wir mal an, die Agrardieselrückvergütung. Ich habe es mitgekriegt, viele Leute sagen, warum kriegen die Bauern überhaupt den Sprit billiger? Warum? Weil wir gehen ja an die Tankstellen und bezahlen ja ganz normal an der Tankstelle. Ja, bloß dann müsst ihr eins bedenken. Die Landwirte sind im ständigen Wettbewerb mit Frankreich, Belgien, Tschechien, Polen, Spanien und. Mit alle außenrum. Und nicht nur die mit der restlichen EU, sondern auch mit dem weltweiten Ausland. Nennt man das so? Ja. Sind wir in ständiger Konkurrenz. Es werden Lebensmittel per Schiff importiert. Die kommen aus Argentinien, die kommen aus Paraguay oder was der Teufel woher. Und die sind hier billiger als unsere. Jetzt sagen ja viele, naja, ihr müsst euch halt auch noch einen Wettbewerb anpassen. So wie andere auch. Wie wollen wir es denn machen? Wie machen wir das? Es wird hergegangen. 4% Flächenstilllegung. Weniger Düngen. Abstände von Gewässerrandstreifen. Hier Enteignungen, hier Gängeln, da Gängeln. Höhere Tierstandards und. Wir sind mitunter die beste Landwirtschaft auf dieser Welt. Wir haben die höchsten Standards. Wir reißen uns tagtäglich den Arsch auf. Ja, an dieser Stelle sei es gesagt, es gibt schwarze Schafe. Die wird es immer geben. Aber in jeder Branche. Braucht man keine Sorgen. Aber der Großteil schaut jeden Tag, reißt sich den Arsch auf für die Bevölkerung, dass wir Lebensmittel produzieren, dass was auf den Tisch kommt. Wir werden immer mehr gegängelt. Es soll alles besser werden und größer und toller. Und im selben Atemzug importiere ich aber billigere Lebensmittel. Nehmen wir doch den Agrardiesel als Beispiel. Belgien. Die fahren mit Heizöl.
Ich meine, ich würde auch Heizöl reinkippen. Steht aber bei uns unter Strafe, wenn du das machst. Erstens einmal ist es eingefärbt, zweitens einmal riechst du den Unterschied zwischen Heizöl und Diesel. Die fahren mit Heizöl. Jeder, der sich ein wenig auskennt, der vielleicht eine alte Ölheizung daheim hat, der weiß, Heizöl ist billiger wie Diesel. Mann, wenn es gleich teuer wäre, könnte ich auch in die Tankstelle fahren und könnte mir da mal 20 Liter Kanister Diesel holen und kippen in die Heizung rein. Hat denselben Effekt, ist ja aber wesentlich teurer. So, jetzt fahren die Belgier zum Beispiel mit dem Heizöl, wir aber mit Diesel. Die Franzosen zahlen keine Steuern auf ihren Diesel. Wir kriegen auch nicht 20 Cent zurück pro Liter. Die 21 Cent, wenn ihr jetzt großkotzig gesagt, könnt ihr ja auf dem Feld wieder reinholen. Baut ihr halt ein wenig mehr an, 100 Kilometer getragen, dann habt ihr doch eure 21 Cent wieder. Soll ich mich kaputt lachen? Wie soll ich das machen? Wer erinnert sich an das Jahr? Was war denn so an der Zeit? Regen, Regen, Regen. Regen wie aktuell. Alles gut nass. So war es genau zu Ende. Viele Bauern haben gar nicht gewusst, ob sie ihr Getreide ihrer Ernten überhaupt reinbringen. Die haben gekämpft. Die haben gerettet, was noch zu retten war. Mieseste Qualität. Und dann soll ich auch mal eben 100 Kilo mehr produzieren und soll damit mehr Ertrag erwirtschaften. Dass Getreide auch einem gewissen Preis unterliegt, dass den einen Jahr die Tonne 230 Euro bringen und das nächste Jahr die Tonne plus noch 180. Ist euch aber schon bewusst. Ich meine, die aus der Landwirtschaft, die mich kennen, die wissen das, die werden jetzt nicken und werden sagen, ja, also, warum ist das so? Weil wir an der Börse hängen. Die Börse bestimmt den Preis. Und wenn der Preis bei 180 ist, ist er bei 180. Dann gehst du zu deinem Landhandel und sagst, du hast Getreide. Dann sagt dir der, ja, kriegst für deinen Weizen 180 Euro, für deinen Brauweizen. Dann sagst du, nee, ich will mehr. Nur dann gehst du halt wieder, suchst du halt einen anderen. So läuft es. Genauso läuft es. Und wenn ich jetzt dann schlechter Qualitäten habe und es wird nicht einmal mehr Brauweizen oder Backweizen, sondern nur noch Futtergetreide mit einem Haufen Abfall drinnen, Schwarzbesatz mit Schimmel, der rausgeputzt werden muss, man, hier kriegt dann noch 180 Euro die Tonne. Also muss das ja schon extrem schlecht sein, dass nichts mehr da wäre, dass es als Futtergetreide dann noch teuer abgenommen wird. Also seht ihr, wir sind wetterabhängig, wir können auch nicht einfach so, wir produzieren mehr. Das nächste ist, nehmt euch einmal eine Fläche, nehmt einmal einen Blumenkasten, pflanzt einmal Blumen rein. In einem Blumenkasten, den ihr überfüllt, wenn früher oder später Blumen kaputt gehen. Warum? Weil sie sich gegenseitig die Nährstoffe, das Wasser und das Licht wegnehmen. Das müsst ihr euch jetzt auf dem Feld genauso vorstellen. Ich kann schon hergehen und sehe 180 Körner auf dem Quadratmeter. Da wächst was. Ich kann auf dem Quadratmeter auch 400 Körner sehen. Kein Problem. Oder Normalverbraucher sagt ja, naja, dann packe ich halt einfach ein wenig mehr Getreide noch. Ich streue ein wenig mehr noch, ich sehe ein wenig mehr ein. Und dann wächst ja mehr. Auflaufen wird es vielleicht schon, ja. Aber es ist ein ständiger Konkurrenzdruck. Wie im Wolda bei Barme. Früher oder später ging auch welcher kaputt. Weil es wächst was schneller und was anderes, das wächst langsamer. Und das, was langsamer wächst, hat irgendwann kein Licht mehr. Und ohne Licht wächst nichts. Kaputt. Tot. Also ich kann nicht einfach hergehen und sagen, ich mache jetzt da mal mehr. Und dann haben wir ja die Flächenstilllegungen. 4% von den Flächen. Klingt nicht viel. Aber es läppert sich. 4% von den Flächen. Das habe ich ja schon dann nicht mehr zu der Produktion. Da wächst dann Unkraut drauf. Vielleicht Blumenwiesen eingesät. Gut, schön. Ja, schaut schön aus. Aber da wächst kein Ertrag, mit dem ich ja Geld verdiene. Das einmal bedenken. Also wie gesagt, so einfach wieder reinholen geht nicht. Den Agrardiesel, diese Rückvergütung, brauchen wir. An der Stelle sei erwähnt, ich selber beantrage die gar nicht. Ich gehe wie jeder oder Normalverbraucher an die Tankstelle und hole meinen Sprit. Ich fahre mit dem Bulldog rüber, mache nach voll, zoll ganz normal, fertig. Ich beantrage nichts. Wenn eigentlich auch sagen können, ja, andere auch, nö. Das Ding da, das
von 1962. Der Bockel da ist über 60 Jahre alt. Ja, der schaut gut aus, weil ich ihn in meiner Freizeit, in meinem Hobby, wieder hergerichtet habe. Nicht, weil er so gut gepflegt ist, sondern weil ich einfach gesagt habe, ich möchte ihn einmal wieder herrichten. Das ist mein Hobby. Die alten Dinge wieder herrichten und dann damit zu erben. Der war schon da. Ich danke ganz normal wie jeder andere auch. Und der andere Normalverbraucher macht das ja genauso. Deswegen jammert er ja jetzt. Warum sollen die das zurückkriegen? Wenn die Bauern das nicht zurückkriegen, die 21 Cent pro Liter, wenn ich 1000 Liter im Jahr verbrauche, das muss wieder irgendwo herkommen. Ich kann nicht einfach sagen, das zahle ich jetzt mal aus der Portokasse. Nee, das geht nicht. Es muss das Geld wieder reinkommen. Was passiert? Es wird alles teurer. Es wird umgelegt. So weit wie es möglich ist. Weil wir Bauern sind halt dummerweise die Gruppen, die wo halt ein wenig dumm durchsteht. Wir können auch unsere Preise nicht einfach 1:1 weitergeben. Wie andere. Jetzt müsst ihr euch das dann so vorstellen. Na ja, gut. Ihr habt es ja gesehen. Nehmen wir mal als Beispiel ein Bäckler Nudeln. Ein Bäckler Nudeln hat einmal kostet 49 Cent. Jetzt kostet das Bäckle 1,19 Euro. Das ist eine Preiserhöhung 70 Cent. Schon mal drüber nachgedacht. Was glaubt denn ihr, was passiert, wenn die Bauern das Geld für den Sprit nicht mehr zurückkriegen? Dann kosten die Nudeln nicht mehr 1,19 Euro, dann kosten die Nudeln das Bäckle 2,10 Euro. Und dann? Das wird passieren, gebe ich Brief und Siegel. Und dann stehen auch die Leute wieder an der Kasse und jammern rum, das ist alles so teuer. Der Einkaufswagen ist viertelvoll und du zahlst 100 Euro dafür. Gebt's doch einmal zu. Seid doch einmal ernst. Ist es nicht so. Seid doch einmal ehrlich zu euch selber. Geht ihr noch in den Supermarkt, so wie vor 30 Jahren, macht einen Einkaufswagen getürmt voll für ein Wochenende oder für einen Wocheneinkauf für die ganze Familie und zahlt dafür 70 Mark? Nö. Ihr geht rein, ihr habt den Einkaufswagen unten drin auf Viertel gefüllt. Geht an die Kasse. 60, 70, 80 Euro. Für was? Für die paar Dinge. Ja, ist doch so. Und dann wird noch teurer und noch teurer. Und an der Stelle sei gesagt, gell? Die Preise bestimmen nicht die Landwirte. Da stecken ganz andere dahinter, die das Geld einstrafen. Weil der Liter Milch, der dümpelt irgendwo so um die 30 Cent rum. Und die Berufskollegen da draußen, die es jetzt genau wissen, ich habe keinen Milchbetrieb, ich weiß es nicht 100%. Sorry, wenn ich was Falsches sage, aber irgendwo so in dem Dreh war er doch. Vielleicht ist jetzt ein wenig mehr, vielleicht ist wieder deutlich weniger, ich weiß es nicht. Entschuldigung an der Stelle. Aber im Laden kostet die Milch halt auf einmal 1 Euro. Wenn der Bauer aber bloß 31 Cent kriegt, wo ist denn der Rest? Ja, die Molkerei kriegt da Geld. Die Transportunternehmen kriegen Geld. Der Lebensmitteleinzelhandel kassiert einen Haufen Geld ein. Die Verpackungsindustrie. Da kommt vor allem einiges dazu. Ein Großteil. Es sind ja die Bauern, die wo die Preise machen. Und der nächste Punkt, das sind wie gesagt die grünen Kennzeichen. Wir haben grüne Kennzeichen in unserem Fall Land- und Forstwirtschaft steuerbefreit. Ja, schaut aus dem falschen Blickwinkel vielleicht schwarz aus, ist aber ein grünes Kennzeichen, ist ja recht dunkles Grün. Wir haben grüne Kennzeichen. Warum haben wir Steuerbefreiung? Haben doch die Autofahrer auch nicht, wenn die einen Autoanhänger haben und die steht das ganze Jahr irgendwo drin und die fahren nur einmal im Jahr damit auf die Straße. Warum müssen die Steuern bezahlen? Ganz einfach, wie es der Name schon sagt, ihr fahrt auf die Straße. Wo fahre ich? Wer mich kennt, der weiß, wo die Dinge unterwegs sind. Wer mich nicht kennt, der kann ja auch mal durch die Video ein wenig durchgucken, wo die ja ganzen Hobel unterwegs sind. Dann wird er sehen, 95% der Zeit Wiesen, Felder, Wald, Wirtschaftswege. Wirtschaftswege sind einfach selber geschottete Wege. Die haben wir da unten entlang vor, da Ninde, da Nunde, überall Wirtschaftswege. Und da bin ich 95% der Zeit unterwegs. Klar, ab und an muss ich über eine Straße fahren, weil es sind halt nur mal irgendwo einmal der Straßen gebaut worden und die muss ich halt überqueren, wenn meine Wiesen dummerweise auf der anderen Seite ist. Mache ich nicht gern,
Ich fahre nicht gerne auf der Straße rum, weil macht keinen Spaß. Aber bleibt mir ja nichts anderes übrig. Die meiste Zeit bin ich aber da, wo ich was erbe. Das ist auf dem Feld. Oder auf der Wiesen. Meer, Agen, Seher oder. Warum soll ich dafür Steuern zahlen? Ganz einfach. Ein Autofahrer, der einen Wohnwagen hat und fährt mit dem Wohnwagen von München nach Hamburg, der wird 95% auf der Autobahn fahren. Lass mir es 80% sagen, vielleicht ist weniger, ja? Aber der fährt auf der Autobahn. Das Ding da fährt 20 Stundenkilometer. Der darf gar nicht auf die Autobahn. Warum soll ich dann Steuern bezahlen, die eigentlich dafür gedacht waren, dass die Straßen wieder hergerichtet werden? Wenn ich die Straßen noch gar nicht verwende. Ich fahre auch Auto, doch. Für den zahle ich auch ganz normal meine Steuern. Und die werden da dafür verwendet. Ja, freilich könnte ich sagen, ja, der ist bei mir ja hauptsächlich unterwegs, dass ich irgendwo einmal von A nach B komme. Ich muss ja nur schnell auf die Arbeit. Warum soll ich da so einen hohen Steuersatz bezahlen? Und das nächste wäre ja, ich fahre mit dem Auto auf die Arbeit, dann steht er dort 8 Stunden rum und dann fahre ich wieder heim. Die meiste Zeit steht er, also müsste ich doch für die Zeit keine Steuern bezahlen, oder? Mache ich aber nicht. Weil es da halt dazu gehört. Ja gut, der ist versteuert. Der da ist zum Arbeiten da, um billige Lebensmittel zu produzieren. Damit jeder was auf dem Tele hat. Der fährt kaum auf der Straße, der arbeitet bloß. In dem Sinne kann ich dann auch Steuerbefreiung behalten. Und diese Steuerbefreiung an dieser Stelle sei ja auch gesagt, weil sie immer sagen, ja, wir subventionieren das ja. Das sind Steuern, die nicht gezahlt werden. Die subventioniert keine. Die Maschinen sind da. Für die Maschinen werden einfach keine Steuern erhoben. Sprich, das wird nicht bezahlt. Das muss aber auch kein anderer bezahlen. Also was wird da immer gejammert? Das sind wir zu dem Punkt. Wie gesagt, wenn ich da damit zum Spaß fahre, ich kann ja das Ding auch nehmen und kann sagen, ich fahre da damit jeden Tag auf die Arbeit. Wenn ich ein wenig durchgeknallt bin, wenn ich ein wenig verrückt bin, kann ich das ja machen. Dann müsst ihr noch anmelden und dann müsst ihr für den Zeitraum, wo ihr das macht, Steuern bezahlen. Ganz normal, weil dann fahre ich ja hauptsächlich auf der Straße. Diese Regel hat es gegeben. Diese Regel habe ich auch schon angewendet. Ja, ist so. Wenn ich sage, ich habe zum Beispiel, weil das Auto kaputt ist, ich habe nur noch den Bulldog, dann musst du dem Finanzamt anrufen, beziehungsweise beim Zoll in dem Fall, und musst du melden, für den und den Zeitraum muss der Schlepper nachversteuert werden, muss ich Steuern dafür zahlen. Das sind, also im Jahr wären es 101 Euro und dann halt für den Zeitraum runtergerechnet. So und so viele Euro, die musst du da bezahlst und dann kannst du mit dem Ding da legal durch die Weltgeschichte eilen. Du kannst von Kulmbach nach Brüssel fahren, wenn du ganz blöd bist, weil du meinst, das musst du jetzt haben. Kann ich machen. Also, wie gesagt, mache ich aber im Normalfall nicht. Also sprich, Steuerbefreiung ist wichtig. Wenn die Steuern draufkommen, wie gesagt, der kostet 101 Euro. Das ist ein Schlepper, der wiegt 1800 Kilo. Der kostet mich dann 101 Euro Steuern. Im Übrigen, TÜV gilt für die Maschine da alle 2 Jahre. Die fahren nicht auf der Straße rum und sind alle desolat und kaputt. Nee. Die waren gepflegt, die waren gewartet. Und wie gesagt, da gibt es wieder schwarze Schafe. Aber da kenne ich auch genug, die mit dem Auto nicht anders sind. Die schludern. Das zu dem Punkt. Dann noch ein Punkt. Ich habe es schon viel gesehen, viele Leute sagen, ja, die Bauern ringen sich so auf, die kriegen so wenig Geld. Dabei kommen sie dann, wenn sie demonstrieren, mit einem so einem riesigen, klimatisierten Luxustrecker angefahren. Also bei uns da heißt es ja Bulldog oder Schleppe. Aber ja, wie gesagt, das hat halt jemand geschrieben und so habe ich das jetzt wiedergegeben. Ja, die meisten, die kommen mit einem großen Bulldog angefahren. Mit einem neuen Bulldog. Warum? Das ist ein Arbeitsplatz. So, ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel dafür. Ich fahre das. Zum Beispiel. Das ist eine von meiner. Baujahr 1962. Brachiale 28 PS. Hinterradmaschine. Der hat schon einen gefederten Sitz. Einen, naja, man könnte es schon fast Komfortsitz nennen. Der ist gefedert.
Da ist ein Sitzkissel auch drauf, dass er ein bisschen bequemer ist. Ich hab sogar ein Dach. Wenn ich das Dach zumache, dann war ich nicht nass. Ich hab keine Heizung. Ich hab kein Klimaanlage. Aber ich hab ein Dächler. Ich hab einen einfach gefederten Sitz, der bei weitem nicht alles wegdämpft. Und gut, der hat eine Vorderachsfederung drin. Da war Grame damals wegweisend. Die haben eine Federung in die Vorderachse eingebaut. Leute, das ist ja schön. Hockt euch einmal 10 Stunden auf so einen Schlepper. Ich mag's, weil ich einen kleinen Betrieb habe. Für mich rentiert sich kein großer Schlepper. Und weil es bei mir auch ein gewisses Hobby ist, die alten Dinge. Und weil das Ding da das Erbstück von meinem Opa ist. Den habe ich geerbt, den habe ich mir wieder hergerichtet und den möchte ich fahren, so lange wie es mich gibt. Den darf ich vielleicht irgendwann einmal meiner Kinder holen. Aber glaubt mir eins, 10 Stunden auf dem Ding, da tut euch alles weh. Die Ohren, der Rücken, die Füße, alles. Warum? Keine Lenkunterstützung. Ein einfach gefederter Sitz. Wenn es Winter ist, ist auf dem Ding kalt. Da musst du dich dick einpacken. Du hast keine Heizung. Da ist keine Heizung dran, der bläst dich warm an. Im Sommer bei 35 Grad hockst du da drauf, du hast der Dächler, dass die Sonne dann nicht auf die Platten brennt. Dann schwitzt du auf dem Ding. Da läufst du gut an, da läuft dir die Brührunde. Das ist bei weitem nicht schön. Das macht teilweise dann keinen Spaß. Da denkst du dann schon, ja, neuere Schleppe mit Klimaanlage, wo du deine Tür zumachst und dann hast du da innerhalb einer 20 Grad oder 22 Grad, das wäre schon schick. Hab ich nicht. Ihr müsst immer eins bedenken. Die Bauern da draußen mit ihrer großen Schleppe haben ihren Arbeitsplatz da drauf. Ich bin ein Nebenerwerbsbetrieb. Bei mir läuft das so einmal nebenbei. Deswegen kann ich es mir erlauben, wie die alten Dinge. Aber wenn ich das im Haupterwerb mache, und muss da damit auch Geld verdienen. Und ich habe 100 oder 200 Hektar. Und ich muss an einem Tag 70 Hektar mehr. Das ist mit dem Ding da eh utopisch. Schaff's nicht. Wenn ich am Tag 70 Hektar mehr muss, dann hocke ich da durchaus einmal 8 Stunden drauf. Fange die zweite Schicht an, die geht dann noch einmal bis zur 16. Stunde. Und dann fange ich vielleicht nur die dritte Schicht an. Und dann hocke ich bei nur 24 Stunden auf dem Ding. Mach das einmal. Das machst du zweimal, das machst du dreimal auf dem und dann bist du gesundheitlich im Arsch. Ist so. Weil dann hast du Kreuzweh. Und das, wenn du dein halbes Leben lang machst, dann ist dein Kreuz kaputt. An der Stelle sei ich einmal gefragt an die Mitbürger da draußen, die immer mahnen. Das Grusa braucht es doch nicht. Oder das Luxuriösa. Wollen die Leute da draußen im Büro erben? Hockt ihr noch auf so einem ganz lumperten alten Holzstuhl ohne Rollen und einen einfachen Holztisch mit einer Schreibmaschine? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich das so mitgekriegt habe, meine Mutter, die hat im Büro gearbeitet, die war bei der Polizei. Die haben damals Bürodrehstühle gehabt, ergonomisch. Die haben Tische gehabt, die waren höhenverstellbar und das sehe ich ja. Ich meine, ich bin Handwerker, ich bin auf Baustellen unterwegs, ich sehe, was da oder teilweise dann steht. Das sind höhenverstellbare Tische, dass du während der Arbeitszeit von deinem Stuhl einmal aufstehen kannst, dann stehst du vor deinem Arbeitsplatz, weil der Tisch hochfährt, oder du lässt ihn dann wieder ab und sitzt wieder in einem ergonomischen Stuhl. Du hockst vor einem Computer, wo die Bildschirme immer besser geworden sind, damit es die Augen nicht so schädigt. Du hast eine Maus, die besser für die Hand ist, damit die Hand nicht kaputt geht, weil viele haben dann Tasaltunnel und was der Teufel was für Probleme. Es gibt ergonomische Tastaturen. Hockt euch einmal an einer Schreibmaschine, auf einen alten Holzstuhl oder einen Holztisch. Dann reden wir weiter. Weil das ist nämlich dasselbe wie das. Oder besser gesagt wie das. Das ist mein kleiner Bulldog, mein 15er. Auch mein Hobby. Ich habe mir den gekauft, weil ich Spaß dran habe. Schaut einmal den Sitz an. Wisst ihr, was das ist? Eine Blattfeder. Wie gesagt, das geht jetzt speziell an die Mitbürger, die Mahner. Man braucht keinen großen Bulldog. Das ist eine Blattfeder. Du hockst dich drauf und die schwingt. Das ist ein sogenannter Schwingsitz. Hock dich auf den 10, 12, 16 Stunden. Mach das einmal ein Jahr. Dein Kreuz ist kaputt.
Warum hat es denn früher so viele Bauern gegeben, die im Alter dann nur noch so rumgelaufen sind, die bald nicht mehr laufen konnten? Weil sie sich die Kreuz kaputt gemacht haben mit ihrem alten Sitz. Deswegen hat es ja dann Komfortsitz gegeben, deswegen hat es ja Gesundheitssitz gegeben. Deswegen gibt es ja heute wieder drüben auf einen großen Bulldog. Das ist so eine große. Baujahr 84. Gibt es einen luftgefederten Sitz. Die sind komfortabler. Deswegen haben die eine Kabine gekriegt, dass du nicht mehr die ganze Zeit im Staub sitzen tust, dass du mal die Scheiben zumachst. Da ist eine Lüftung drinnen. Lüftung. Wir reden nicht von Klimaanlage, der hat kein Klimaanlage. Also im Sommer hat es in der Kabine auch 40 Grad. Die Kabine ist dafür da, dass du vom Staub wegkommst. Die schützt dich ein wenig vor dem Lärm, den der Motor macht, weil ihr seht, der Auspuff geht da runter und ihr sitzt da. Ihr sitzt im Lärm. Und dann auch der Bedienkomfort. Ihr sitzt da. Da habt ihr ein paar Pedale. Kupplung, Brems, Gas. Das Armaturenbrett ist recht übersichtlich. Es gibt auch keine Helferlein. Die Lenkung ist direkt, ohne Hydraulik. Nichts lenkt, unterstützt. Und es geht die ganze Zeit über Buckel. Es federt, aber bei weitem nicht gut. Im Vergleich dazu ein moderner Arbeitsplatz auf dem großen Schlepper. So schaut's da aus. Ihr habt eine Kabine, ihr macht die Tür zu. Und dahinter wird es ein bisschen leise. Dann hörst du das Brüllen vom Motor da vorne nicht mehr so. Dann hockst du da nicht mehr direkt im Staub. Nicht mehr direkt. Das sieht man jetzt auf der Kamera nicht, aber da kommt auch Staub rein. Das kannst du gar nicht verhindern. Wir haben, wie gesagt, eine Lüftung und eine Heizung. Man erkennt natürlich jetzt gar nichts, das ist mir schon klar. Die Heizung. Eine Lüftung mit 3 Stufen. Und ich kann noch auswählen, nee, das ist kein Klimaanlagensymbol. Ob ich die Luft von außen will oder ob ich bloß innen umwälzen will. Das war's. Ach so, und ein Radio haben wir noch, ja. Der Radio ist drauf, damit du bei einem langen Arbeitstag zumindest noch ein bisschen Beschäftigung hast oder damit du noch ein wenig Gedudel nebenbei hast, weil es war schon teilweise eintönig. Again. Ja. Wenn du dann sitzt und nur stur geradeaus fährst und dann am Vorgewinde rumdrehst und dann fährst du wieder nur stur geradeaus und so machst du das den ganzen Tag, das wird irgendwann eintönig. Auf sowas da drüben habe ich das auch schon gemacht. Kannst du machen. Problemlos geht. Es war langweilig. Da war es auch langweilig, aber zumindest hast du noch ein Radio. Du kannst noch ein wenig Musik hören. Wie gesagt, im Sommer, bei 40 Grad draußen, hockst du auf dem Ding auch im Ofen. Dann kannst du die Türen aufmachen oder die Scheiben aufmachen, dann kannst du die Heckscheiben aufmachen, kannst du ein wenig Luft reinlassen. Die Luft ist halt so warm, wie es draußen ist. Es hat seine Gründe, warum die Schlepper moderner geworden sind. Es hat seine Gründe, dass die klimatisiert sind. Glaubt man es. In die heutigen Büros, die wollen alle Klimaanlage. Es muss alles gekühlt werden, weil 26 Grad ist ja schon zu warm. Was soll denn ich sagen, wenn ich da hinhocke und es hat 35 Grad? Und mir läuft die Brühe runter. Und ich muss aber da drauf dann noch erben. Zum Beispiel beim Pressen oder Schwaden. Da fragt mich keiner, ob ich vielleicht ein Klimaanlage gern hätte. Nö. Es war einfach so hingenommen, das machen die Bauern schon. Aber zum Beispiel jemand im Büro drin. Wie gesagt, ich will hier nicht gegen irgendjemanden hetzen. Na, keineswegs. Aber das ist das beste Beispiel halt dafür. Die brauchen ein Klimaanlage. Da muss es möglichst kühl sein im Sommer. Und im Winter aber das Gegenteil, da muss es möglichst warm sein. Wie gesagt, da habe ich wenigstens eine Heizung. Ich kann die Heizung einschalten, dass ich nicht ganz überfriere. Der ist komplett offen. Wenn es schneit oder regnet, wäscht auf dem nass. Und den brauche ich durchaus auch im Winter. Glaubt mir, das geht auf die Gesundheit. Der nächste Punkt ist, die Dinge werden größer. Warum waren sie größer? Und das ist jetzt einer der wichtigsten Punkte mit. Es war ja viel der Kirche gewettet. Ja, immer größer und größer und größer. Warum? Passt mal auf. Vor 70, 80 Jahren
wo der Großteil von der Bevölkerung noch irgendwie mit der Landwirtschaft verknüpft. Auf dem Land waren ein Haufen, die haben beim Dreschen geholfen, die haben beim Getramäher geholfen. Das war zwar eine Zeit, da hat es teilweise noch keine Mähdrescher gegeben, da ist noch mit Sensen gearbeitet worden, da waren noch Leute. Da haben die Kinder mitgearbeitet. Da hat es die Herbstferien heutzutage, die haben noch Kartoffelferien gehasen. Warum? Weil die Kinder mit daheim bleiben mussten auf die Betriebe und mussten die Erbsen mitlesen. Und dann ist halt immer mehr geworden, dass die Leute vom Land weg sind. Weil es soll die ersten Läden geben, wo du halt dann, also die ersten Supermärkte geben, wo du dann deine Lebensmittel kaufen konntest. Und es ist natürlich wesentlich attraktiver, wenn ich in die Stadt gehe und gehe dann in eine Fabrik meine Arbeit noch. Ich gehe dort 8-9 Stunden arbeiten, gehe dann heim, hocke mich noch und bin fertig. In der Landwirtschaft hast du das nicht. In der Landwirtschaft, da hat es dadurch dann wesentlich länger gedauert. Und es waren halt die Zeiten, das Wetter hat gepasst, es musste gemacht werden. Und wenn es gedroht hat, dass das Wetter schlecht wird, dann ist da durchgearbeitet worden. Dann hast du nicht gesagt, nach 8 Stunden, ich lege jetzt bei Zeichen nieder, ich gehe jetzt heim, weil mache ich halt morgen weiter. Nö, war nicht. Dann war der Bauer auf einmal alleine gestanden. Mit der Arbeit, die vorher vielleicht 20 Mann gemacht haben, die musste dann alleine machen oder vielleicht mit seiner Frau oder abo von seiner Kinder. Und dann waren aber die 20 zusätzlichen Mann waren weg. Wie machst du das? Mit einem Pferd oder mit einem Ochs vorne dran und einem Fluch hinten dran? Schaffst du dann nicht mehr. Sind die Bulldog ja immer mehr gekommen. Die haben ja dann damals so richtig reingedrückt. 40er Jahre war noch wenig. 50er, 60er, 70er Jahre, das war ja so richtig der Boom. Ist immer mehr geworden. Warum? Weil der Bauer weniger Leute gehabt hat, aber mehr Arbeit gehabt hat. Und die, wo ja alle vom Land in die Stadt neu sind, haben ja Lebensmittel gebraucht, die haben aber keiner mehr angebaut. Sprich, es muss mehr Flächen bewirtschaftet werden, es muss mehr produziert werden, weil die Bevölkerung hat ja Nahrung gebraucht. Dann ist ja die Bevölkerung immer weiter explodiert. Wir haben doch 8 Milliarden Menschen auf der Welt, oder nicht? Ja, die wollen ernährt werden. Meint ihr, mit einem alten Ochsenspann machst du das noch? Nee. Meint ihr, mit sowas da drüben? Mache ich das noch? Meint ihr mit so einem Ding? Aktuell, ich glaube, so um die 150 Mann, wo der Landwirt ernährt. Schaffe ich das? Nee. Nee. 150 Mann ernähre ich mit dem nicht. Die Felder sind größer geworden. Die Arbeit ist mehr geworden. Viele Kleiner haben dann irgendwann aufgehört, weil sie auch gesagt haben, warum soll ich mir den Arsch aufreißen? Warum soll ich mir die Arbeit auch da? Ich habe eine geregelte Arbeit noch und bin dann fertig. Haben aufgehört, sprich, es waren Flächen frei. Dann hat es halt wieder welche gegeben. Ja gut, die haben dann gesagt, die nehmen sie auf. Dann mussten die Bulldog irgendwann größer werden. Weil mit dem Balkenmähwerk da drüben dran, mit dem kleinen Balken, der ist 1,35 Meter. Mähst du keine 70 Hektar. Oh, kannst du schon mehr. Aber wenn du vorne angefangen hast und hinten fertig bist, dann ist vorne das Zeug kaputt. Wenn es nicht gewendet wird. Weil bis der fertig ist, du bist eine Woche drüber. Deswegen sind die Dinger größer geworden. Trommelmähwerk hinten aus. Aber weil hat es dann Frontmähwerke mitgegeben. Da hast du schon zwei Spuren gemäht. Jetzt gibt es halt die sogenannten Butterfly-Mähwerke. Klappt links und rechts raus und klappt vorne runter. Ja, die Dinge mussten größer werden, weil sonst kommst du mit der Arbeit nicht mehr rum. Das ist nicht einfach so. Nö, das geht an schon. Nö. Die Arbeit muss gemacht werden. Die Maschinen sind größer geworden. Der Bulldog da, der hat um die. Also Original hat er 72 PS. Da hängst du keinen 6-Schuhpflug hinten an. Um ein Großfeld sagen? Nö. Da muss dann ein kleiner Fluch nachhängen. Der kleine Fluch braucht länger wieder viel Flächen. Also was haben die Bauern gemacht? Die haben den kleinen Bulldog weg, haben sich einen größeren her, den aber nicht bar aus der Bordokasse bezahlt, mal mit Geldbeutel aufgemacht und gleich bar übergeben. Schön wär's. Im Gegenteil, das zeigt, das ist alles finanziert über die Banken. Ich schätze mal von den Schleppern, die da draußen fahren, von den Grusen. Das sind 80%, die der Bank gehören. Die sind nicht bar bezahlt, die waren finanziert. Und die sind aber auch bloß da, damit sie auch die Grusenmaschine, weil die sind ja auch fort größer geworden, die Pflüge sind größer geworden, die Gruppe sind größer geworden, die Spritzen sind größer geworden, die Seemaschinen sind größer geworden. Das kannst du mit so einem alten Ding nicht mehr machen. Und du kannst in derselben Zeit nicht mit dem alten Ding da das machen, was du mit einem Grusen machst. Das geht nicht. Es hat seine Gründe. Das ist nicht aus Jux und Dollerei, wir kaufen uns jedes Jahr ein neuer Bulldog.
Schön wär's. Also ich meine, ich habe eh nicht das Geld dafür, aber das war nicht gemacht. Das nächste, was du sagen musst. So, Bulldog. Ja, wie gesagt, der da drüben Baujahr 56, der Baujahr 84. Die machen nicht viele Stunden bei uns. Die sind nicht viel unterwegs. Nebenerwerbs bauen 7 Hektar Land. Das teilt sich auf die ganzen Maschinen auf. Kannst du mit leben. Geht. Aber die Grusen, die wo dann wirklich stundenlang drauf hocken, die haben Maschinen, die reisen Stunden runter und bei 10.000 Stunden kannst du so Pi mal Daumen sagen, sind die Dinge hier. Wenn sie es überhaupt da rein. Ist meistens so. Die Maschinen sind ausgelegt zu circa 9.000 bis 10.000 Stunden. Und dann ist so einmal langsam die Verschleißgrenze, dann fängt der Motor an, das was zu machen ist. Dann hast du Getriebeprobleme, dann hast du die Elektrikprobleme und. Der erste Rahmen, wo wir umgestanden waren, hat mittlerweile dreimal den Motor komplett gemacht. Das letzte Mal 2017, wie ich ihn wieder hergerichtet habe. Der steht jetzt wieder auf Originalmaß, wie er mal war. Der Schlepper, der hat jenseits der 35.000 Betriebsstunden. Das geht aber nur, wenn du einen Haufen Geld investierst. Das ist damals gemacht worden, weil wir gesagt haben, das ist genau die richtige Größe für uns. Deswegen hat der Opa da immer investiert. Und das habe ich gemacht, weil ich gesagt habe, das ist mein Erbstück, den möchte ich nur einmal herrichten. Ein normal wirtschaftender Betrieb macht das aber nicht. Warum? Weil sich's nicht rechnet. Die Maschine fällt in der Zeit aus, wenn du das herrichst. Wenn du was machen musst. Dann machst du auch drum und es dauert nicht lang, dann kommt das nächste. Weil das ist so. Du musst es entweder dann komplett machen, dass du alles machst. Oder du kannst damit rechnen, ja, einen Monat und dann hast du das nächste drum, was kaputt ist. Das musst du bedenken. Dann brauchst du entweder ein Tauschfahrzeug, gut, hab ich. Oder du brauchst halt was Neues. So läuft es. Geht wieder an die Otto-Normalverbraucher da draußen. Euer Auto sind in die meisten Fällen relativ neu. 10, 15 Jahre alt. Warum? Weil ein Auto, das 40, 50, 60 Jahre alt ist, meistens hieß. Es sind aber Enthusiasten, auch wieder so ein Bekloppter wie ich zum Beispiel, der einen alten Land Rover fährt, der mittlerweile 33 Jahre alt ist, wo du aber dann einen Haufen Zeit investierst, dass das Ding auf der Straße bleiben kann. Da musst du am Motor was machen, da musst du an Getriebe was machen, da musst du an die Achsen was machen und. Das macht sich nicht voller. Deswegen fahren die meisten Leute ein wenig ein moderneres Auto. Haben auch wieder den Komfort und den Luxus. Fährt ja auch keiner mehr mit einem alten Ford Model A. Wo du keine Federung oder wo du eine Blattfederung drin gehabt hast, auf Holz sitze. Und wo du mit 20 Stundenkilometer durchs Land fährst. Nö. Was haben die Leute? Die haben einen neuen Golf. Die haben einen neuen Passat. Die haben einen neuen großen Bus. Die fahren irgendeinen Sportwagen. Oder. Warum? Weil es einfach komfortabler ist. Wie gesagt, deswegen bedenken, die alten Maschinen kannst du verwenden, aber definitiv nicht, wenn du ein Land ernähren willst. Nicht auf Dauer. Ich kann es machen, weil ich einen kleinen Betrieb habe. Und weil da so ein bisschen eine gewisse eigene Ideologie dahinter sein muss. Aber nicht, wenn ich ein Land ernähren will, günstig. Dann geht das nicht mehr. Das funktioniert nicht. Das, wie gesagt, einmal an der Stelle mit die großen Luxusschlepper. Weil das ja immer so ein Punkt ist, der wo gern angesprochen wird. Großen Luxusschlepper. Ja. Noch ein Punkt. Soll ja eingeführt werden. Klingt ja lachhaft. Rasenbulldogs sollen versichert werden. Ja. Alle Arbeitsmaschinen, alle selbstfahrenden Arbeitsmaschinen ab 6 km/h sollen gesondert versichert werden. Betrifft vielleicht ein paar Privatleute, die einen Rasenbulldog daheim haben, die jetzt dann jammern werden, jetzt muss ich den versichern. Betrifft aber auch viele Betriebe, die zum Beispiel sowas da haben. Das ist ein Radlader. Oder da draußen steht mein Bagger. Bislang wurde so geregelt, die Maschinen sind über eine Betriebshaftpflicht versichert. Die laufen da mit drinnen. Die sind da mit versichert. Kostet genug im Jahr, da zahlen wir einen Haufen Geld. Wenn du dann Schaden mit dem Ding machst, meldest du deine Versicherung, die haftet dafür. Jetzt kommen wir auf die Idee, da können wir ja wieder Geld reinholen, die versichern wir extra. Ja, wenn jetzt ein Jahr sagen, die Versicherungen kriegen das Geld. Na, die meisten Versicherungen sagen, das ist ein Schmann. Wir wissen gar nicht, wie wir es umsetzen können. Das ist aber auch wieder, weil wenn du Versicherungen zahlst, sollst du da steuern, kommt auch wieder ein Haufen Geld rein. Und so Maschinen hast du einen Haufen unterwegs. Das sind Gartenlandschaftsbetriebe. Das sind
irgendwelcher Bauunternehmen, das sind Transportunternehmen oder. Die haben so Zeug stehen, das eigentlich über die Betriebshaftpflicht abgesichert ist, die sollen sie jetzt alles extra versichern. Ja, es gibt Maschinen, die haben ein eigenes Kennzeichen, die haben eigener TÜV und, die waren gesondert versichert. Aber der überwiegende Teil hat kein Kennzeichen, der hat eine 20 km/h Babala hinten drauf, vielleicht 25 km/h und ist über den Betrieb mit versichert. Und jetzt sollst du die Maschine alle gesondert versichern. Erstens, die Versicherungen wissen noch gar nicht, wie sie es umsetzen sollen. Und das Zweite ist, das ist wieder bloß eine Geldschneiderei, die kein Mensch braucht. Aram und so ein Punkt, wo drüber nachdenken. Wie gesagt, der Grund, warum die Bauern auf die Straße gehen, das ist hauptsächlich die Agrardieselrückvergütung und es ist hauptsächlich die Steuerbefreiung. Es sind aber auch viele Punkte, wie diese Flächenstilllegung, wie dieses, wir sollen ständig besser werden, hat mir ja nichts dagegen. Aber im gleichen Atemzug hole ich dann billiger Lebensmittel aus dem Ausland rein, von denen ich gar nicht weiß, wie sie produziert worden sind, weil das war ja nicht kontrolliert. Ich kriege dann aus Brasilien, wo eigentlich Regenwald war, plötzlich Rindfleisch, wo ich gar nicht weiß, die werden in Feedlots gehalten, so heißt das, wo dann tausende Rinder drin stehen und werden eng zusammengepfercht gehalten, kriegen irgendwelche Medikamente, dass keine Krankheiten ausbrechen, die bei uns schon gar nicht mehr erlaubt sind. Und das Fleisch, das importieren wir dann, damit wir billig fressen können. Das ist auch so ein Punkt, wo man halt auf die Straße geht. Und ich denke einmal, auch jeder Verbraucher da draußen, auch jeder Mensch in dem Land, der eigentlich im Hosenklo denkt, soll sich jetzt dann einmal anschließen. Wir machen uns abhängig von der ganzen Welt. Ich war jetzt erst krank, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich war beim Arzt, ich habe Medikamente verschrieben gekriegt. Ich war in der Apotheke, wollte meine Medikamente abholen, lege die Zettel noch. Das Medikament haben wir nicht, hätten wir einen Ersatz dafür. Das Medikament haben wir nicht, hätten wir einen Ersatz dafür. Und das Medikament haben wir leider gar nicht. Warum? Weil wir uns abhängig machen vom Ausland. Es kommt nichts mehr rein, dann gibt es das nicht mehr. Dann hast du es nicht mehr. Und so wird es mit den Lebensmitteln auch gehen. Viele sagen, ja, wie bauen die Droher ja immer bloß. Dann bleibt der Delle leer. Ja. Vielleicht nicht gleich, vielleicht kommt ja im ersten Moment genug. Aber wenn dann irgendam so am brasilianischen Regenwald-Fuzzi oder der Darm ein wenig quer hängt und er sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr zu exportieren, dann kommt halt von dort auf einmal kein Fleisch mehr. Ja, fehlt halt Fleisch. Die Grünen wollen ja sowieso, dass wir Fleisch loslegen. Und im nächsten Atemzug kommt dann vielleicht ein Spanier und sagt, das passt mir jetzt gerade nicht in den Kron. Die Deutschen, die wollen nicht mehr überall nur Geld. Die jammern nicht mehr fort bloß rum, haben jetzt keinen Bock mehr drauf. Beliefern wir es auch nicht mehr mit Obst und Gemüse, plötzlich kommt da auch nichts mehr. Was ist denn dann? Haben wir nicht schon genug Kriege auf dem Land oder auf der Welt, wo du da merkst, es fällt überall? Ist es nicht so? Und dann mache ich mich abhängig von anderen Ländern, habe nichts mehr. Mitte Februar ist auf einmal die Eigenversorgung mit Obst und Gemüse rechnerisch weg. Da haben wir keine Eigenversorgung mehr, müssen wir es importieren, weil sonst haben wir nichts mehr. Müssen wir das machen? Oder sollen wir nicht lieber ein wirtschaftlich starkes Land werden, das sich ein wenig einsetzt? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das nachführen soll, aber ich kann nicht als wirtschaftlich starkes Land auftreten, aber mein eigenes Land komplett runterwirtschaften. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht hergehen und kann in Peru Radwege investieren, damit die ihre Klimaziele erreichen. Ich kann nicht Indien Entwicklungshilfe geben, die aber schon in Weltraum fliegen. Ich kann nicht China Entwicklungshilfe geben, die uns mit, ja, alle möglichen Überschwemmer vor der Elektrofahrzeugtechnik, also ich meine, ich halte nicht viel davon, ist vielleicht jetzt, wie gesagt, für Kurzstrecken nicht schlecht, aber sonst bin ich nicht so begeistert davon. Aber die überschwemmen uns mit günstiger Fahrzeug, die durchaus was taugen. Und wir machen uns für alles abhängig, schaffen uns ab. Leute, wie viele Bürger sind denn in dem Land, die vielleicht selber schon mal drüber nachgedacht haben?
Ich weiß ja nicht, hoffentlich habe ich nächstes Jahr noch eine Arbeit. Gibt es bei euch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis oder sonst wo nicht irgendwelche Leute, die sagen, ja, der Chef hat schon gesagt, das könnte vielleicht unter Umständen im nächsten Jahr mal eng werden. Denk da mal ein wenig darüber nach. Die Regierung, die wir jetzt momentan haben, macht systematisch alles kaputt. Alles. Unternehmen machen hier dicht, bauen irgendwo im Ausland wieder auf, weil es dort wesentlich einfacher und günstiger ist. Die Steuerbelastung für jeden Einzelnen wird fort höher. Wir schmeißen, also mir ja nicht, aber so gewisse Herrschaften, schmeißen das Geld mit offener Hand zum Fenster raus. Hui, hui, hui. So in etwa. Und wir sollen fleißig mehr bezahlen. Krankenkassenbeiträge steigen. Im Neujahr, die Maut steigt ja deutlich an. Wenn die Maut steigt, die Transportunternehmen müssen mehr dafür bezahlen, wenn sie von A nach B wollen. Sprich, was passiert? Lebensmittel und alles wird wieder teurer. Ist so. Die CO2-Bepreisung auf den Sprit geht auf, weil ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass vor der CO2-Bepreisung auch nur ein Grad kälter geworden wäre. Oder dass das welche einen Tag weniger geregnet hat. Oder mehr geregnet hat, wenn du es gebraucht hast. Bislang nicht. Das sind so Gelder, die waren aufgerufen und dann waren sie fleißig verschleudert. Für alles, aber nicht für das, was eigentlich gedacht ist. Wir kriegen da eine neue Steuer, wir kriegen da eine neue Steuer, wir kriegen da eine neue Steuer. Es werden immer mehr Steuern angeschafft. Auch jeder jammert da draußen. Auch jeder schimpft. Aber, naja, ja, ist ja immer irgendwie gegangen. Leute, das geht nicht mehr irgendwie. Irgendwann ist Ende. Ich weiß nicht, wie lange sich jeder noch auf den Nosen rumtanzen lassen will. Aber das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Ihr könnt nicht meinen, irgendwie kommen wir über die Runden. Und wir haben ja noch ein Dach über den Kopf. Wie lange noch? Wie lange noch mit dem Heizungsgesetz? Wenn ihr eure Heizungen erneuern müsst und könnt es nicht mehr und habt so viel Schulden, dass ihr euer Haus verkaufen müsst. Und dann? Was ist denn dann los? Dann geht es euch nicht mehr so gut. Dann steht ihr irgendwann da, lebt irgendwo mit zerlumpter Klamotten unter einer Brücke, darfst schauen, dass du irgendwie was zerfressen kriegt. Damit da oben ein paar so Herrschaften und ihr Geld fleißig weiter rausschmeißen können. Wir sind nichts mehr wert. Müssen wir uns unser Land kaputt machen lassen? Absichtlich. Ey, ich bin nicht rechtsradikal. Auf keinen Fall. Das braucht mir keine Sorgen. Ich habe Verwandtschaft in Israel, ich habe Verwandtschaft in der Türkei, ich habe Bekannte auf der ganzen Welt. Ich komme mit jedem aus. Was ich nicht bin, ist rechtsradikal. Aber so werden wir ja gar nicht gestellt. Wenn wir anders denken, wenn wir vielleicht an unser Land denken und unser eigenes Leben erst einmal denken. Aber das müssen wir doch machen. Ich kann doch nicht für die ganze Weltgeschichte draußen da sein, wenn ich selber nichts mehr habe. Wenn wir in unserem Land nichts mehr haben, dann kann ich doch nichts mehr hinausgehen. Ist doch nichts mehr da. Und jetzt seid ihr mal ehrlich zu euch selber. Wie viele Leute denken nicht genauso und sagen das? Denkt einmal drüber nach. Es hat einen Grund, warum ab 8. dann einmal das Land stillstehen soll. Wenn sich jetzt nichts ändert, ist endgültig aus. Dann können wir abschreiben. Dann könnt ihr euch in Strick suchen, könnt ihr euch irgendwo aufhängen. Oder das Land verlassen. Wenn euch da noch einer irgendwo außen nimmt, weil die sagen doch alle, wieso sollen wir die nehmen? Machen sich ihr eigenes Land kaputt und jetzt sollen wir es auch noch aufnehmen. Ja Leute, ich weiß, das Video ist jetzt viel zu lang geworden. Eigentlich wollte ich es kürzer fassen. Eigentlich wollte ich die wichtigsten Schlagworte reinbringen. Aber man muss es ja ein wenig ausführlicher machen. Das muss. Weil es gibt leider Gottes immer noch viel zu viele Leute, die verstehen das nicht. Deswegen habe ich es ausgeführt. Ich würde empfehlen, schließt euch an, schließt euch ab dem 8. Januar die Bauern, die LKW-Fahrer, wie man immer der auf der Straße unterwegs ist, an. Zu Fuß, im BKW, wenn ihr im Stau seid, weil der blockiert wird, nehmt's gelassen. Es geht auch um eure Arbeitsplätze. Schaltet euer Warnblinkanlage mit an, fahrt ein wenig mit,
Nehmt die Bauern nicht krumm. Denkt alle dran, ab 8. Januar kann es Einschränkungen geben. Vielleicht einmal drüber nachdenken. Wie gesagt, das, was ich jetzt alles so lang und ausführlich da erklärt habe, vielleicht einfach einmal in Kurzform auf einem Plakat. Zum Beispiel Geld zum Fenster rausschmeißen, ist gleich Ampel. Oder Geld in alle Herren Länder verteilen, ist gleich Ampel. Rentensystem abschaffen im Endeffekt, ist doch auch so. Die Rentner kriegen kein Geld mehr. Ich soll schauen, wie sie zurechtkommen. Mein Vater sagt selber, geht in Renten irgendwann jetzt dann demnächst. Und dann, ja, mit 800 Euro soll ich gucken, wie er klarkommt. Dafür arbeitest du 50 Jahre. 50 Jahre für 800 Euro Renten. Ja, genau. Denkt einmal an sowas. Merkt euch das ein wenig. Überlegt einmal, ob ihr weide duckmäuserisch euch hinstellen wollt und sagen wollt, naja, das vielleicht war das ja wieder. Oder ob der jetzt einmal sagt, jetzt ist einmal Schluss. Wir brauchen einmal wieder eine Politik, die wirklich für uns arbeitet. Und nicht eine Politik, die immer nur gegen das eigene Volk arbeitet, das eigene Volk ausbeutet, das eigene Volk platt macht, weil was anderes ist es nicht. Die Bauern haben eine Demo am 18. gemacht. Auf der Demo hat es geheißen, die sollen einlenken. Wenn sie es nicht tun, wird ab 8. Januar richtig zurückschlagen. Dann wird demonstriert, wie es dieses Land noch nicht gesehen hat. Die Ampel hat zwei Tage später gesagt, nö, da wackeln wir nicht dran, das lassen wir. Das ist eine Kriegserklärung. Und seht diese Kriegserklärung nicht nur gegen die Landwirte. Seht die gegen jeden in diesem Land. Es ist so. Heizungsgesetz. Wohnungen sind nichts mehr wert. Plötzlich. Wohnraum ist nicht vorhanden. Geld wird ausgefeuert wie Sau. Die Wirtschaft wird kaputt gemacht. Unternehmen verlassen dieses Land. Langjährige Unternehmen, die es seit Jahrzehnten gegeben hat, sichere Arbeitsplätze, die plötzlich wegbrechen. Glaubt mir, wenn jetzt nichts unternommen wird, 2-3 Jahre, dann haben wir alle keinen Job mehr. Dann hocken wir alle auf der Straße. Ist so. Sollten wir uns alle mal drüber Gedanken machen, sollten wir mal drüber nachdenken. Wie gesagt, ich wollte es ein wenig kürzer machen, aber naja, ich komme vom 100. ins 1000. und wie gesagt, es gibt viele Leute, die verstehen es ja sonst nicht. In diesem Sinne, ich wünsche jetzt trotzdem schöne Weihnachten. Denkt einmal alle in Ruhe drüber nach. Teilt dieses Video ruhig. Ich schätze sowieso, das wird nicht lang online sein. Befürchte ich. Weil das wird mit Sicherheit dann als rechtswidrig oder dergleichen eingestuft, weil man sich ja erhebt und weil man mal das Maul aufmacht. Und weil man mal was gegen die Politik sagt und weil man mal einfach dagegen steht und nicht immer alles nur hinnimmt. Ich sag nicht, ihr sollt AfD wählen. Ich sag nicht, ihr sollt die Freien Wähler wählen. Ich sag nicht, ihr sollt jetzt die Rechtsextremer oder sonst wen wählen. Das sag ich nicht. Ich sag jetzt bloß, wir müssen endlich was unternehmen. Es geht so nicht weiter. Und in dem Land da draußen, ich weiß, es ist ein Großteil der Bevölkerung hinter die Bauern. Und ich wette, der allergrößte Teil unserer Bevölkerung, der kennt die Probleme, der weiß, was hier läuft. Drum schließt euch an, wir müssen was unternehmen. So geht's nicht weiter. In diesem Sinne, schöner Weihnachten, guten Rutsch. Wir hören und sehen uns. Servus.